Dabei können Sie die Hinterbeine unter den Körper klappen und sollen auch sehr geschickt auf allen Vieren sich bewegen. Mama! Das waren jetzt zwei unserer weiblichen Tiere. Und das ist unser dominantes Männchen, der mehr als doppelt so schwer werden kann wie die weiblichen Tiere. Also hat man jetzt gerade einen deutlichen Größenunterschied erkennen können. Und bei uns wird in einer direkten Fütterung gefüttert. Das bedeutet, der Tierpfleger oder die Tierpflegerin kann jedem Tier abhängig von den Bedürfnissen die richtige Menge Futterfische zufahren lassen. Bei uns wird mit Meeresfischen gefüttert, die tief bevor zu uns kommt, dann kurz vorher aufgetaut werden. Also Fische wie Heringe, Sprotten und Wittlinge. Und so eine Robbe kann zwischen 5 und 7 Kilo Fisch pro Tag fressen, auch abhängig von der Jahreszeit. Und beispielsweise Winter.